Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Meine Top 50 Gameboy-Spiele. Auf Platz 50 ist Asterix. Wir alle haben Asterix und Obelix damals geliebt. Ich habe die Comics nahezu verschlungen, wie die beiden ihre Abenteuer bestritten haben und die Römer verkloppt haben. Und auch auf den Gameboy machen die beiden eine durchaus gute Figur, wobei das hier der erste Teil ist. Da taucht Obelix nicht als Protagonist auf, zumindest nicht als spielbaren. Und das ganze Spiel ist eher so ein einfacher Plattformer. Er findet alles das Rad nicht neu, ist so ein bisschen krude von der Technik her. Der Nachfolger ist auf jeden Fall besser. Erinnert aber, finde ich, sehr stark an Super Mario Land. Und das ist ja nicht unbedingt was Verkehrtes. Daher ist es trotzdem mal ein Reinspielen wert. Auf Platz 49 ist Donkey Kong Land 3. Donkey Kong Country war damals auf dem Super Nintendo durch seinen Grafikstil ein richtiger Hit und natürlich stimmte auch das Gameplay. Ich weiß auch, wie der Hype riesig war und sogar eine VHS-Kassette beim Club Nintendo Magazin beilag, um einfach diese grafische Pracht zu präsentieren. Das Ganze wurde auch so quasi auf den Game Boy portiert, natürlich auch in seiner eigenen Version. Die Portierung auf den Game Boy ist allerdings nicht so gut gelungen, da dieser Grafikstil einfach sich nicht auf den kleinen Bildschirm irgendwie passt. Aber hier im dritten Teil haben sie es endlich mal geschafft, das Ganze so ein bisschen besser zu machen. Es wirkt alles etwas weniger krümeliger und so kann sich das fantastische Gameplay sehr, sehr gut entfalten. Ist natürlich im Vergleich zur Super Nintendo Version alles etwas abgespeckt, aber alles Wichtige ist drin und daher auf jeden Fall mal ein Anspieltipp wert. Auf Platz 48 ist The Legend of Prince Valiant oder im US-amerikanischen auch Kingdom Crusade genannt. Dieses Spiel ist ein sehr interessantes Strategiespiel. Strategiespiele auf dem Game Boy haben es ja meistens nicht ganz so leicht, aber dieses hier ist eine Mischung aus, naja, was fast schon schachartiges, Rundenstrategiemäßiges und ein bisschen Actionanteil. Ihr habt verschiedene Truppen, die ihr auf ein Kästchenfeld hin und her ziehen könnt und wenn es dort zu einem Kampf kommt gegen den Gegner, streitet ihr das in einer Nahansicht, in einer Actionsequenz ab. Daher durchaus mal einen Blick wert, ist strategisch auch durchaus nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Strategiespiele auf dem Gameboy sind einfach auch klasse. Auf Platz 47 ist Tennis. Ja, da braucht es keinen großen Namen und ihr seht gleich, was euch dort erwartet. Das Spiel erschien gleich mit zu Anfang des Gameboys und bietet euch ganz einfache, solide Tennis-Action. Die Steuerung ist einfach, aber knackig. Ihr habt nicht viel zu viele Optionen, dass ihr irgendwie die Übersicht verliert. Und sogar Mario ist dort als Schiedsrichter vertreten. Das Spiel hatte damals, glaube ich, wirklich so gut wie jeder oder zumindest kannte man irgendwen, der es hatte. Aber es ist heute noch wirklich für eine kurze, schnelle Runde zwischendurch super empfehlenswert. Auf Platz 46 ist The Little Mermaid. Bei Lizenzversoftung von Filmen, da erwartet man ja oft auch wirklich Schlimmes. Aber es gab die goldene Zeit, wo Capcom diese Umsetzung gemacht hat. Und die sind immerhin für Qualität bekannt. Und hier wurde nicht irgendein 0815 Plattformer oder irgendeine Minispielsammlung irgendwie gemacht, sondern an wirklich der Thematik sehr angemessenes Spiel. Und zwar schwimmt ihr mit Ariel durch Gewässer und müsst dort ja Gegner bekämpfen und ja Rätsel lösen. Das macht ihr, indem ihr mit der Schwanzflosse Gegner in eine Luftblase schlagen könnt und diese dann umherwirft. Außerdem habt ihr dann noch Muscheln zum Einsammeln, die ihr dann benutzen könnt, um irgendwelche Schatztruhen zu knacken und so weiter. Ein wirklich sehr erfrischendes Gameplay, was ihr euch wirklich sehr, sehr nah ans Herz legen kann. Ja, auf Platz 45 ist ein Simpsons-Spiel und zwar Itchy and Scratchy Miniature Golf Madness. Ein sehr sperriger Titel. Simpsons-Spiele gab es auf jeden Fall viele auf dem Gameboy, aber eigentlich sind alle wirklich Mist. Man denke Bart vs. the Juggernauts oder Escape from Camp Deadly. Oh, alle schreckliche Spiele, aber das Spiel hier ist was ganz Tolles. Und zwar spielt ja diesen ja quasi seitlichen Plattformer-Golfspiel Scratchy, der eigentlich nur mal eine Runde Minigolf spielen will. Also habt ihr einen Golfball, ihr steht dort, ihr könnt schlagen, natürlich wie bei jedem anderen Golfspiel auch die Stärke entsprechend einstellen und so weiter und kommt dann immer so den Level nach. Das Problem ist allerdings, dass Scratchy euch diesen Spaß vermiesen will und so müsst ihr euch immer wieder gegen diese nervige kleine Maus wehren. Alles wirklich sehr, sehr geil. Ihr versucht immer natürlich immer ein bisschen die Schlagzahl zu minimieren. Macht wirklich sehr viel Spaß. Ein sehr, sehr ungewöhnliches Spiel. Platz 44 World Beach Volley Cup 93. Auch wieder ein sehr sperriger Name, aber was sich dort hinter verbirgt, das könnt ihr euch schon fast denken. Es ist ein Volleyballspiel. Und zwar, Sportspiele sind eigentlich nicht so meins, aber hier, das Spiel hat mich durchaus überzeugt, weil einfach die Steuerung super knackig ist. Ihr habt zwei Teams, ne? Also ihr spielt 2 gegen 2 und habt natürlich hier auch eine einfache Steuerung, aber die ganze Sache ist sehr, sehr tiefgehend und einfach nur super sympathisch aufgemacht. Und so wollt ihr immer so, okay, eine Runde spiele ich noch, eine Runde spiele ich noch, weil es einfach alles so gut von der Hand geht. Ihr könnt springen und natürlich auch Bälle schmettern und so weiter. Auch wenn ihr mit der Sportart an sich nicht wirklich was am Hut habt, was wahrscheinlich die meisten von euch sagen würden,
kann ich euch dieses Spiel wirklich nur wärmstens empfehlen. Schaut es euch mal an. Platz 43 und es ist Paperboy 2. Eigentlich ein wirklich schlimmes Spiel. Das ist natürlich die Arcade-Umsetzung von Paperboy. Und hier spielt ja so einen typischen amerikanischen Zeitungsjungen. Fahrt mit einem Fahrrad ein paar Straßen entlang und müsst die Zeitung möglichst passgenau in irgendwelche Briefkästen werfen. Müsst natürlich darauf aufpassen, es gibt natürlich auch Häuser, die nicht Abonnenten sind und daher keine Zeitung haben. Aber die wollen euch meistens ja umbringen. Es gibt verschiedene Hindernisse und sogar der Gevatter Tod will sich euch persönlich holen. Es ist schon schnell frustrierend. Es ist halt eine Portierung eines Arcade-Spiels und die war natürlich immer sehr, sehr schwer. Warum ist es trotzdem an der Top-Liste? Ich hätte es als Kind und irgendwie habe ich es immer wieder gespielt und wenn ich es irgendwie anfange zu spielen, fängt sofort mein Muskelgedächtnis an und deswegen bin ich so ein bisschen Stockholm-Syndrom hier bei dem Spiel. Also nur eine bedingte Empfehlung, aber für mich ist es in dieser Liste. 42 und es ist Firefighter. Dieses Spiel ist mir lange, lange in Gang und ich habe es als letztes für mich entdeckt. Ist ein wirklich sehr, sehr interessantes Spiel. In diesem seitlichen Plattformer spielt ja, wie der Name schon sagt, ein Feuerwehrmann und ihr habt immer einen bestimmten Einsatzort, zum Beispiel ein brennendes Haus. Und dort müsst ihr die ganzen natürlich Eingeschlossenen retten und die Flammen löschen. Dafür habt ihr einen Feuerschlauch, da habt ihr natürlich verschiedene Modi, wie ihr das Wasser verspritzen könnt und müsst dann da halt dann nach und nach die ganzen Personen rausretten. Das habt ihr schon so ein bisschen strategisches Vorgehen. Ihr müsst natürlich gucken, hey, welchen Weg nehme ich am besten und so weiter. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Upgrades euch einsammeln. Da gibt es natürlich dann euren Wasservorrat, den ihr aufstocken könnt und so weiter. Wirklich mal ein sehr, sehr interessanter, etwas anderer Ansatz an so diese typischen langweiligen Plattformern. Deswegen auch hier mal wieder eine Empfehlung durchaus wert. Haben wir Platz 41 und es ist Battle of Olympus. Dieses Spiel gab es schon auf dem NES und ist so eine Art Zelda 2 im antiken Griechenland, was eigentlich durchaus eine interessante Kombination ist. Und das wurde hier auf den Game Boy sehr, sehr gut portiert und sogar mit deutscher Sprachausgabe, was die NES-Version nicht hatte. Daher ist es vielleicht diese Version in einer Art quasi die bessere Version. Auf jeden Fall spielt ihr hier euren Helden aus der Seitenansicht und müsst durchaus Gegner bekämpfen und eine ganz relativ offene Welt erforschen. Da gibt es natürlich hier und da natürlich mal Hindernisse. Ne? Also hier kommt er nicht weiter, weil er einen gewissen Gegenstand braucht. Den müsst ihr natürlich erstmal woanders finden. Ihr kennt das ganze Spiel. Aber wirklich der ganze Charme dieses antiken Griechenlands und diese ganze Technik und auch die deutsche Übersetzung machen dieses Spiel wirklich was aus und ist wirklich richtig, richtig gut. Platz 40, wir haben schon die ersten 10 Spiele rum und es ist Tiny Toon Adventures Bubs Big Break. Wir alle haben wahrscheinlich damals die Tiny Toon Adventures im Fernsehen geguckt. Die Zeichentrickserie ist einfach wirklich legendär und hat also einen ganz eigenen Stil. Es sind auch davon einige Gameboy-Spiele erschienen und das sind alles nicht nur lieblose Lizenzversoftung, sondern sind richtig, richtig gut. Den Anfang hat Bubs Big Break gemacht und es ist ein wirklich richtig, richtig guter Plattformer. Hier passt eigentlich alles. Die Grafik ist super, die Steuerung passt. Ihr könnt aus verschiedenen Charakteren auswählen, die alle irgendwie ein bisschen anderen Angriff haben und so könnt ihr euer Spielerlebnis so für euch anpassen, wie euch das gefällt. Abwechslung ist hier auch auf jeden Fall überall mit dabei und es ist einfach so ein Plattformer, wo wirklich alles stimmt und daher könnt ihr hier wirklich definitiv nichts falsch machen. Dieses Spiel sprüht nur so vor Charme. Deswegen holt's euch. Platz 39, es ist Mercenary Force. Das ist mal ein wirklich sehr interessanter Ansatz an diesen üblichen Shoot'em-up-Genre. Hier fliegt ja nicht mit irgendeinem Raumschiff durch irgendwelche Gegenden, sondern mit einer Söldnertruppe. Ihr habt hier verschiedene Einheiten, die ihr euch natürlich vor jedem Level entsprechend auswählen könnt. Jeder hat natürlich seine Vorteile und seine Schwächen. Ihr könnt verschiedene Formationen on the fly quasi auswählen, um euch den Gegebenheiten anpassen. Und das Ganze spielt im antiken Japan. Also wirklich eine sehr, sehr geile Mischung, was das ganze Genre mal so etwas umkrempelt und mal was erfrischend Neues bietet. Daher eine klare Empfehlung. Heute Platz 38 und es ist Revenge of the Gator. Hatte ich damals als Kind und ich kann eigentlich bis heute nichts mit den typischen Pinball-Spielen irgendwie anfangen. In echt ist das natürlich so eine andere Sache mit so einer richtigen Maschine, aber in Videospielform war ich irgendwie nie großartig Fan. Aber das Spiel, das hat mich wirklich damals überzeugt und zwar von dieser ganzen herrlichen Aufmachung. Natürlich ist der Umfang im Vergleich zu anderen Pinball-Spielen eher gering. Es gibt nur einen Tisch, der natürlich viele Geheimnisse und tolle Sachen bietet. Aber das reicht auch, da die
die Präsentation wirklich sehr gut ist. Ihr startet das Spiel und werdet durch tanzende Alligatoren begrüßt und das zieht sich durch dieses ganze Spiel durch. Richtig, richtig gut, macht richtig gute Laune und das muss so ein Spiel für zwischendurch ja auch machen, oder? Sind wir auf Platz 37 und es ist Felix the Cat. Das ist ein Lizenzspiel einer wirklich uralten Lizenz. Also Felix the Cat ist eine Comicfigur aus den 30er Jahren und hat eigentlich heutzutage keine große Bedeutung mehr. Deswegen verwundert es natürlich umso mehr, dass dieser Charakter hier für ein Spiel herbeigezogen wurde. Aber das Spiel wurde richtig gut umgesetzt. Es ist ein Plattformer und ihr spielt halt ja den namensgebende Katze natürlich, Felix the Cat. Und die Besonderheit ist es, dass ihr jetzt Upgrades verschiedene Kostüme bekommt und dadurch auch verschiedene Fähigkeiten bekommt. Also ihr werdet zum Beispiel mal als Magier, könnt schießen und zum Schluss könnt ihr sogar als Panzer rumfahren. Und wenn wir keine Plattform haben, wo man mit einer Katze in einem Panzer rumfahren kann und Gegner erledigt. Also wirklich hier alles, stimmt alles. Die Steuerung ist super, die Technik ist klasse, Soundtrack passt. Also wirklich so richtig ein Feel-Good-Spiel. Platz 36, Micro Machines 2 Turbo Tournament. Ich habe damals auf meinen 386er wirklich Micro Machines hoch und runter gespielt. Das ist im Prinzip die Spielumsetzung dieser kleinen Autos, die wir als Kind wahrscheinlich auch alle in physischer Form hatten. Und der Thematik entsprechend sind die Strecken natürlich jetzt nicht der Nürburgring oder ähnliches, sondern der Küchentisch oder der Garten, natürlich mit entsprechenden Hindernissen wie Kleber oder ausgelaufene Milch und ähnliches. Die Auswahl der Fahrzeuge ist wirklich sehr groß. Ihr fahrt nicht nur mit irgendwelchen Sportwagen oder Geländewagen durch die Gegend, sondern auch teilweise mit Booten. Es gibt verschiedene Spielmodi wie ein normales klassisches Turniermodus und natürlich auch so eine Art Knockout-Modus, wo ihr den anderen immer so aus dem Bildschirm rausholen müsst. Also wirklich, hier wird Abwechslung pur geboten und daher ist es für eine Runde zwischendurch immer, immer gut. Auf Platz 35 Donkey Kong. Um dieses Spiel habe ich lange Zeit immer so einen Bogen drum gemacht, weil ich immer so auf den ersten Blick dachte, ja okay, gut, das ist die Arcade-Umsetzung dieses uralt Spielhallen-Klassikers. Kennen wir alle, ich bin ja immer nicht so der Fan von diesen uralten Arcade-Spielen. Aber die haben dieses Spielprinzip genommen und die ersten vier Level ist es wirklich exakt das, was damals auf dieser Arcade-Maschine zu bieten war. Das heißt, ihr spielt Mario und müsst hier so ein paar Ebenen hoch Donkey Kong besiegen und natürlich die Prinzessin befreien. Aber danach bricht das Spiel wirklich auf und erweitert das ganze Spielprinzip. Der Grundkern bleibt natürlich gleich, aber hier habt ihr wirklich richtig, richtig viel zu spielen und ich finde es wirklich toll, wie viel Mühe sich hier gegeben wurde, um das alte Spielprinzip so ein bisschen zu modernisieren. Platz 34, Ghostbusters 2. Ich glaube, wir haben alle damals die Ghostbusters geliebt. Ich wollte ja immer Egan sein, hier mit der Tolle. Skitarmäßig natürlich jetzt nicht mehr, aber egal. Das wurde auch als Gameboy-Spiel umgesetzt und zwar richtig, richtig gut. Und zwar ist das so eine Art isometrische Ansicht, wo ihr eure Geisterjäger durch Labyrinthe steuert und natürlich die Geister einfängt. Die Besonderheit ist hier, dass ihr quasi zwei Charaktere auf einmal spielt. Das heißt, der andere läuft euch immer hinterher. Das gibt natürlich hier und da immer so ein bisschen zur Wegfindung Schwierigkeiten, aber nach einer Zeit habt ihr es eigentlich raus, wie ihr genau Kurven gehen müsst und so weiter, dass der Kollege irgendwie nicht festhängt. Genau, der erste hat natürlich den Strahl und fesselt die Geister und mit dem zweiten holt ihr dann natürlich die Falle, um den Geist entsprechend einzufangen. Auch hier habt ihr natürlich hier viele, viele verschiedene Level und natürlich auch viele verschiedene Geister. Es gibt Slimer etc. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass es keine 0815 Lizenzversoftung geworden ist. Platz 33, es ist Nubo. Dieses Spiel ist leider nur in Japan erschienen, aber das ist für mich so der Inbegriff eines Feel-Good-Spiels. Ihr habt hier keine Kämpfe, ihr könnt hier nicht sterben. Ihr steuert einfach eine knuddelige Figur aus der Seitenperspektive durch verschiedene Ebenen und müsst halt kleinere Rätsel lösen, um voranzukommen. Die Rätsel sind natürlich durchaus relativ einfach gestaltet und ja, aber müsst ihr wirklich keine großartigen Kopfnüsse irgendwie knacken. Also ein Beispiel zum Beispiel, ihr habt einen Hund, der versperrt euch den Weg. Was macht ihr? Natürlich findet ihr im Bildschirm vorher einen Stock. Ihr werft den dann, der Hund flitzt weg und euer Weg ist frei. Alles ist wirklich sehr knuddelig und liebevoll gestaltet. Und wenn ihr einfach mal so eine Portion gute Laune und einmal ein bisschen Wohlfühlen haben wollt, dann holt euch dieses Spiel und startet es. Es gibt natürlich einen japanischen Text, aber das ist egal, den braucht ihr nicht. Platz 32, Two Lies. Ja, Filmumsetzungen haben es ja meistens nicht ganz so leicht. Gefühlt wird immer viel mehr Geld in die Lizenz reingebuttert als in das eigentliche Spiel. Aber hier erwartet euch jetzt kein liebloser Plattformer oder eine Minispielsammlung. Zu diesem tollen Arnold Schwarzenegger-Film habt ihr ein Actionspiel aus der Draufsicht. Mich persönlich erinnert das immer an das moderne Spiel Hotline Miami übrigens, sehr spielenswert. Und so schießt ihr euch durch verschiedene Räume durch und erledigt die Fieslinge. Hier müsst ihr allerdings
allerdings aufpassen, die Zivilisten dürft ihr nicht treffen. Platz 31, Avenging Spirit. Das Spiel ist für uns Sammler leider ziemlich teuer geworden mittlerweile, egal ob in der US-Version oder in der noch teureren europäischen Version. Aber das Spiel ist richtig klasse und zwar habt ihr einen, ja, auf den ersten Blick recht normalen Plattformer. Aber ihr steuert hier einen Geist, wie der Name das schon entsprechend des Spieles vorwegnimmt. Und ihr könnt natürlich nicht irgendwie mit der physischen Welt interagieren, weil, naja, ihr seid ein Geist. Also was macht ihr? Ihr übernehmt eure Gegner und steuert die dann, um die anderen Gegner zu erledigen. Wunderbar, oder? Natürlich hat jeder Gegnertyp so seine eigenen Vor- und Nachteile. Ihr müsst natürlich auch immer drauf aufpassen, okay, wenn der erledigt ist, dann werdet ihr so rausgeschleudert. Ihr dürft natürlich nicht zu lange Zeit, ich sag mal, einfach so rumschweben, sonst verliert ihr ein Leben. Richtig, richtig geiles Spielprinzip, Grafik und so weiter passt auch. Von daher mal wirklich einen Daumen hoch für eine ungewöhnliche, gut umgesetzte Idee. Da auf Platz 30, ja, die ersten 20 haben wir hinter uns, ist Castle Quest. Strategiespiele auf dem Game Boy haben es ja eher nicht so leicht und auf den ersten Blick erinnert das so an Schach. Natürlich mit verschiedenen Figuren, aber es spielt sich komplett anders. Also das Spielbrett an sich ist natürlich schon irgendwie an Schach angelehnt. Ihr habt verschiedene Felder und ihr habt verschiedene Einheitentypen. Und mit diesen könnt ihr nach und nach immer ziehen. Die Sache ist natürlich nur, wenn ihr bei Schach eine gegnerische Figur trifft, dann werdet ihr automatisch dann besiegt. Hier kommt es zu einer Art Rundenkampf, wo etwas gewürfelt wird. Man kann verschiedene Aktionen dann auslösen, manchmal sogar auch zaubern. Von daher wird hier eine richtig krasse Tiefe in das Spiel noch mit reinportiert und natürlich auch das Spielbrett-Layout, das verändert sich auch mal wieder und so wird es immer wieder frisch. Auf Platz 29 ist Parodius. Ja, was Shoot'em-up geht, bin ich ein echter Dulli und ich verzweifle eigentlich regelmäßig an den ersten 1-2 Leveln. Aber Parodius schafft es, meine Begeisterung einfach zu entfachen und zwar wegen der Aufmachung. Der Name deutet es schon an, Parodius ist eine Mischung aus Gradius, das ist ein Shoot'em-up-Klassiker, und Parodie, also eine Parodie. Und es wird hier alles so ein bisschen nicht so ernst genommen, die ganze Gestaltung ist süß. Ihr bekämpft irgendwelche Pinguin-Luftpiraten und euer Schiff ist zum Beispiel auch einfach ein Pinguin. Ihr könnt aus verschiedenen Sachen auswählen, die natürlich auch ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Und euch wird hier wirklich, wirklich nie langweilig. Hier ist es in Europa und in Japan exklusiv erschienen. Amerika hat es nicht bekommen. Da haben wir wirklich mal einen guten Deal gemacht. Platz 28 ist Trip World. Auch das Spiel ist für Sammler wirklich, wirklich teuer geworden mittlerweile. Aber es lohnt sich hier. Auch hier habt ihr einen Plattformer und ihr spielt so eine kleine Kirby-ähnliches Wesen. Und ja, müsst ihr euch natürlich da durchkämpfen. Die Besonderheit ist hier, dass die meisten Gegner euch gar nicht irgendwie böse gesinnt sind und ihr die eigentlich theoretisch komplett umgehen könnt. Ihr habt natürlich hier auch verschiedene Upgrades und das ganze Spiel ist an sich relativ einfach, aber ähnlich wie Kirby lebt es von seiner ganzen Atmosphäre, vom Grafikstil, von der hervorragenden Musik. Von daher, wenn ihr einfach nur mal ein bisschen entspannt zocken wollt, ist dieses Spiel genau das Richtige für euch. Auf Platz 27 ist WWF Superstars 2. Hier konnte ich mich nicht so ganz entscheiden, ob ich den ersten oder den zweiten Teil erstmal Favoriten nehme. Die haben beide so ihren ganz eigenen Charme und habe ich als Kind wirklich beide hoch und runter geliebt. Der zweite Teil hat allerdings mehr Optionen. Ihr habt zum Beispiel hier auch ein Steel Cage Match und natürlich ihr habt den Undertaker, den ihr hier spielen könnt. Einer meiner absoluten Favoriten natürlich und wahrscheinlich geht es vielen von euch auch so. Hier erwartet euch wirklich relativ simple, aber wirklich, wirklich gute, ja, Wrestling-Action. Es gibt da so viele andere Wrestling-Spiele auch auf dem System, die allerdings nicht so gut sind wie diese beiden Teile. Wie gesagt, ihr könnt hier eigentlich bei beiden nicht viel falsch machen. Einfacher, aber gute Action. Auf Platz 26 ist V-Rally. Das ist ein wirklich richtig, richtig gutes Autorennspiel. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von Autorennspielen, aber das wurde hier so hervorragend umgesetzt. Das erschien relativ spät im Lebenszyklus des Game Boys, aber holt so technisch so richtig, richtig was raus. Es ist ein Rallye-Spiel, wie der Name es schon andeutet. Ihr habt hier verschiedene Strecken mit verschiedenen Untergründen, natürlich Wetter, Effekte und die Besonderheit, ihr könnt auch hier aus vier verschiedenen den echten Modellen nachgebauten Autos auswählen, also hier ist zum Beispiel Mitsubishi Lancer dabei, es ist einer von Peugeot dabei und so weiter. Richtig geil, was hier wirklich vor allem, wie gesagt, technisch einfach hervorgezaubert wird, dass dieser Gameboy das wirklich so gut kann, das hätte ich vorher nie gedacht und da es so spät erschienen ist, glaube ich, fliegt es bei vielen unter dem Radar.
Auf Platz 25 ist Tailspin. Ich habe damals die Serie Captain Baloo und seine tollkühne Crew geliebt. Zwar nicht so sehr wie DuckTales oder ähnliches, aber es war wirklich ein Dauerrenner und war immer mal wieder wert reinzuschauen. Und das Spiel dazu kommt aus der goldenen Disney-Capcom-Zusammenarbeit und euch erwartet hier kein 0815-Plattformer oder ähnliches, sondern ein Shoot'em-up, was einigermaßen passend ist zumindest. Captain Baloo schoss mit seinem Flugzeug zwar keine Piraten ab in der Serie, aber hier im Spiel schon. Wobei das Spiel hier nicht so wie ein klassisches Shoot'em-up ist, denn es gibt keine großartigen Schuss-Upgrades oder ähnliches. Ihr könnt aber dafür die Richtung ändern und auch dann mal zurückfliegen und so weiter. Und dadurch, ja, kämpft ihr euch durch die verschiedenen Level, bekämpft natürlich die Luftpiraten und es ist wirklich ein großer Spaß und mir gefällt einfach dieser etwas andere Ansatz an diesem Shoot'em-up-Genre. Heute Platz 24, Super RC Pro AM. Ja, das gute, berühmte Entwicklerstudio Rare hat auch hier auf dem Game Boy mal wieder ordentlich abgeliefert. Ich habe als Kind damals die NES-Version hoch und runtergespielt und das ist ja der quasi Nachfolger, der erschien auf dem Super Nintendo und natürlich auf dem Game Boy, hat einen sehr interessanten Ansatz und zwar ist das ein Autorennspiel, in dem ihr ferngesteuerte Autos spielt und das aus der isometrischen Perspektive. Also hier kann viel schief gehen, aber es wurde zum Glück gut umgesetzt. Im Vergleich zur NES-Version ist natürlich der Bildschirmausschnitt etwas kleiner, aber das vermindert nicht den Spielspaß. Ihr könnt hier verschiedene Waffen einsammeln und so weiter. Ein wirklich großer Spaß und eine wirklich gute Steuerung und super für das Gameplay. Absolute Empfehlung. Platz 23 ist Kung Fu Master. Auf dem Papier gesehen ist es natürlich ein sehr, sehr simples Spiel und wenn ihr euch nicht gerade doof anstellt, habt ihr das Spiel sogar in 10 Minuten durch. Aber das Spiel ist so einfach, aber auch so gut. Es fühlt sich einfach gut an. Es ist ein Beat'em'up, ein seitliches, wo ihr mit einem Kung-Fu-Kämpfer euch durch die Level kloppt. Ihr habt da verschiedene Gegner natürlich. Ihr habt auch kleinere Sprungpassagen, die zum Glück einigermaßen okay gestaltet sind. Und ja, ihr könnt im Prinzip nur treten, schlagen und ihr könnt noch natürlich hier so einen Sprungtritt machen, wo ihr euch dreht. Und damit bekämpft ihr wirklich alle und die Story ist sehr, sehr einfach. Das Spiel ist sehr, sehr früh im Lebenszyklus des Gameboys erschienen, deswegen ist natürlich alles sehr, sehr simpel. Aber ich hatte es als Kind und irgendwie für eine Runde zwischendurch ist es immer wieder gut, auch wenn es natürlich neutral betrachtet wesentlich bessere Spiele aus dem Genre gibt. Heute sind wir auf Platz 22. Es ist R-Type. Ich habe das Spiel als Kind gehabt und ich hatte so eine Art Hassliebe irgendwie dazu. Ich kam nie weit. In diesem Shoot'em-up spielt hier ein Raumschiff und bekämpft das böse, gegnerische Empire und fliegt natürlich durch verschiedene Level. Es ist alles natürlich genre-typisch ziemlich schwer gestaltet. Hier und da wurde auch dem armen Gameboy ein bisschen zu viel zugemutet und es gibt jetzt technisch ein paar Slowdowns. Aber die Besonderheit an diesem Shoot'em-up ist es, dass ihr so eine Art kleinen Kampfsatelliten habt, den ihr entweder offensiv oder defensiv verwenden könnt. Und daher wird hier eine ganz gute Mischung reingebracht. Ist natürlich die Umsetzung des Arcade-Klassikers und auf dem Gameboy hier, bis auf die Slowdowns, durchaus vernünftig umgesetzt worden. Nur wie gesagt, ist natürlich schwer wie sonst. Heute Platz 21, es ist Hammering Harry. Es ist ein wunderbares Beat'em'up, was technisch wirklich hervorragend umgesetzt ist. Die Grafik ist wunderbar, das Sound ist super. Umso schade ist es natürlich, dass das Spiel mittlerweile richtig, richtig teuer geworden ist. Also wenn ihr das wirklich als originales Modul haben wollt, dann müsst ihr wirklich tief in die Tasche greifen. Das gehört zu eines der teuersten Gameboy-Spiele, die ihr euch für eure Sammlung gönnen könnt. Aber es lohnt sich hier. Es erfindet das Genre natürlich nicht komplett neu, aber durch diese wunderbare Umsetzung ist es wirklich wunderbar geraten. Und einfach mal Gegner mit so einem riesigen Hammer zu verdreschen, das wird nie alt. Auf Platz 20 ist Probotector. Also wenn ihr wirklich Action ohne Ende haben wollt und die Finger einfach auf den Dauerfeuerknopf haben wollt, ist dieses Spiel genau das Richtige für euch. Im amerikanischen Raum heißt es natürlich Contra und wurde hier für den europäischen Markt zu etwas entschärft und der Soldat oder Söldner wurde mit einem Roboter ersetzt, damit das alles natürlich so ein bisschen friedlicher abläuft. Hier erwartet euch nur wirklich Run-and-Gun-Action in seiner pursten Form. Das Spiel ist natürlich nicht gerade einfach, aber es ist im Genre ja normal. Ihr habt verschiedene Waffen-Upgrades und das Beste ist einfach, dass die Steuerung wirklich so flott von der Hand geht und ihr immer mal wieder es neu versuchen wollt, obwohl ihr
oft sterben werdet. Und das werdet ihr leider garantiert. Aber trotzdem ein wirklich Spaßfest ohne Ende. Heute Platz 19 ist es Marios Picross. Ja, Puzzlespiele gibt es natürlich auf dem Gameboy sehr, sehr viele. Denn für ein gutes Puzzlespiel braucht man keine großartige Technik, sondern nur eine gute Idee und knackiges Gameplay. Und das Spiel bietet das hier natürlich. Es gab in den 90ern eine riesen Fernsehwerbeaktion. Und damals wusste ich mit dem Spiel nichts damit anzufangen, da es sehr, sehr kompliziert aussah. Aber wenn man da die Regel einmal erst verstanden hat, macht das Spiel wirklich sehr süchtig und ich habe sehr, sehr viele Spielflächen. Euch würde ich hier natürlich meinen Test zu diesem Spiel empfehlen, wo ich euch genauer das Spielprinzip natürlich erklären kann. Aber das Spiel hat es irgendwie so in mein Puzzleherz hineingeschafft. Platz 18 ist Mega Man Dr. Wily's Revenge. Das war mein erstes Mega Man Spiel überhaupt, das ich als Kind hatte und auf dem Game Boy hatte ich auch keine anderen Spiele. Neutral betrachtet sind natürlich andere Ableger dieser Serie natürlich wesentlich besser als dieser erste Teil, aber der Nostalgiefaktor ist natürlich bei mir da sehr, sehr hoch und dadurch finde ich das Spiel natürlich besser. Ich kam damals als Kind nie sehr weit, aber in diesen Action-Plattformer bekämpft euch natürlich mit Mega Man wieder durch verschiedene Level und erledigt die Bosse da, um die Fähigkeiten zu erlangen und dann natürlich dann die anderen Bosse einfacher zu besiegen. Klassische Formel, die hier wirklich sehr gut umgesetzt wurde, auch wenn natürlich neutral betrachtet die anderen Teile etwas besser sind. Auf Platz 17 ist Quicks. Ja, wenn man sich die Technik hier anschaut, ist das natürlich sehr, sehr simpel und könnte wahrscheinlich auf einen Taschenrechner laufen. Aber in dieser Arcade-Umsetzung geht es nicht um irgendwelche Grafikpracht, sondern um das Spielprinzip. Und zwar spielt ihr einen kleinen Marker am Bildschirmrand. Und ihr müsst mit diesem Marker dann quasi eine gewisse Fläche des ganzen Bildschirmes hier einfärben, indem ihr einfach Rechtecke zeichnet. Das Problem ist natürlich, es gibt verschiedene Gegner in diesem Level. Also einmal dieses herumschwebende Feld da in der Mitte und natürlich auch so kleine Stromfunken, die am Rand entlang laufen. Wenn sie euch treffen, ist natürlich ein Leben futsch, aber dadurch kommt natürlich so eine gewisse Spannung irgendwie hinein und trotz dieser simplen Aufgabenstellung ist das sehr suchterregend und für eine kurze Runde zwischendurch immer wieder gut. Auf Platz 16 ist Kid Dracula. Auf den ersten Blick sieht man gar nicht, dass es eigentlich zu der Castlevania-Serie gehört, außer vielleicht, wenn man jetzt Dracula mit hineinbezieht. In diesem ja sehr süß gestalteten Action-Plattformer spielt ihr den kleinen Dracula, der seine Macht wieder erlangen möchte. Auf dem Weg dahin erreicht er natürlich so verschiedene vampirtypische Fähigkeiten, wie zum Beispiel, dass ihr euch in eine Feder Maus verwandeln könnt, um kurze Zeit fliegen könnt und so weiter. Und damit kämpft ihr euch durch diese schön gestalteten Level und dort könnt ihr einfach diese ganze schöne Technik genießen und natürlich der typisch gute Soundtrack. Deswegen, wenn ihr Castlevania-Fans seid, solltet ihr vielleicht auch hier mal reinschauen, auch wenn natürlich je nachdem der Grafikstil etwas Geschmackssache ist. Mir gefällt er sehr. Platz 15, es ist Nintendo World Cup. Ich bin ja kein großer Sportspiele-Fan, aber dieses Spiel hat es sich geschafft, in mein Herz sich hinein zu verpflanzen. Ich habe damals mit meinem Bruder auf dem NES die Version hoch und runter gezockt und auf dem Game Boy ist es zum Glück sehr, sehr gut portiert worden. Es ist ein Fußballspiel, was sich nicht ganz so ernst nimmt. Ihr könnt hier ruppen ohne Ende und ihr könnt sogar die Gegner so lange umhauen, bis sie liegen bleiben. Fantastische Sache, dann gibt es noch Superschüsse dabei und so weiter. Also ein ganz, ganz schönes, leicht spielbares Fußballspiel, was für eine Runde zwischendurch eigentlich immer was taugt. Platz 14 ist Gargoyles Quest. Als Kind habe ich mir das Spiel mal von einem Kumpel ausgeliehen und dank meiner mangelnden Englischkenntnisse damals überhaupt nichts verstanden. Ich fand das Spiel so im Prinzip ganz gut. Es gab so kleine Action-Szenen, wo man rumfliegen konnte und schießen konnte, aber ich habe es nie gerafft. Jetzt natürlich mit einer besseren Kenntnis, was dieses Spiel überhaupt machen soll, ist es natürlich ein fantastisches Spiel. Ihr habt eine Oberwelt, wo ihr interagieren könnt und es gibt Level, wo ihr halt euren Gargoyle spielt. Der hat natürlich den Vorteil, dass er fliegen kann und so natürlich auch gewisse Hindernisse umgehen kann. Ein wunderschönes System, was relativ alles knackig natürlich ist, aber auf jeden Fall ein zeitloser Klassiker, der gleich relativ zu Beginn des Game Boys veröffentlicht wurde. Platz 13, es ist Kirby's Dream Land 2. Kirby's Dream Land 1 hat ja auf den Game Boy so ein bisschen den Weg für das ganze Kirby-Franchise gestartet und das zu Recht. Allerdings war der Umfang hier noch relativ mau. Ihr konntet zum Beispiel als Kirby jetzt keine Gegner einsaugen, um deren Fähigkeiten zu übernehmen, also Features, die mittlerweile ja wirklich so zum Standardrepertoire gehören. Das kam erst mit dem NES-Teil und danach kam dieser zweite Gameboy-Teil, der das natürlich etwas genommen hat und dadurch den ersten Teil wesentlich weiter ausbaut. Ihr könnt hier sogar verschiedene Tiere als ja Helfer allein rekrutieren und damit durch die Level fegen. Alles andere ist natürlich wie immer gewohnt, super Technik, super Musik, tolles Feeling.
einfach das bessere Spiel, so im direkten Vergleich. Platz 12, es ist Quirk. Das Spiel hatte ich auch als Kind und allein dieses Cover. Ich meine, eine Tomate mit einem grünen Iru, der irgendwie durch eine Art Labyrinth läuft. Herrlich. Das Spiel ist natürlich jetzt technisch sehr, sehr simpel. Ist jetzt ein Puzzlespiel, in dem ihr ja, die namensgebende Tomate spielt und immer zum Levelausgang geraten müsst. Das Ganze ist immer ein Bildschirm und ihr müsst verschiedene Hindernisse überwinden. Diese teilen sich klassischerweise in verschiedene Elemente auf. Entweder müsst ihr irgendwelche Weichen umstellen oder Blöcke verschieben und damit einen Abgrund füllen und damit kommt ihr immer weiter. Da scheint der ganze Start natürlich relativ einfach und wird sehr schnell sehr kompliziert und dadurch habt ihr immer so einen kleinen Abschnitt, den ihr erledigen könnt und dadurch immer für eine Runde zwischendurch immer mal wieder gucken, wie weit man kommt. Ist einfach wirklich fantastisch, das Spiel. Natürlich auch der Soundtrack, der ist einfach super zeitlos und klasse. Eine klare Empfehlung von mir aus. Platz 11, es ist Castlevania 2. Der erste Castlevania-Teil auf dem Game Boy hat es ja nicht unbedingt leicht. Also die Bewegung von dem Hauptprotagonisten ist mir da einfach viel zu langsam. Diese Fehler merzt jetzt der zweite Teil aus und ihr habt ein richtig, richtig gutes Castlevania-Spiel. Das heißt, ihr steuert mit einer Peitsche bewaffnet natürlich durch verschiedene Gegenden, um Dracula den Gar auszumachen. Hier sind wirklich alle klassischen Elemente gut vertreten und auch die Steuerung ist im Vergleich zum ersten Teil wesentlich besser. Das heißt, wenn ihr die Wahl habt, solltet ihr auf jeden Fall den zweiten Teil spielen oder auch den dritten Teil, der auch nicht schlecht ist. Aber der zweite ist meiner Meinung nach der beste. Und da ich mir immer nur einen Teil pro Franchise versuche auszuwählen, hat dieser natürlich den verdienten Platz hier gewonnen. Wir haben den Endspurt, es ist Platz 10 und das Super Mario Land 1. Das Spiel habe ich gleich damals bekommen mit dem Game Boy zusammen natürlich, weil Mario geht natürlich immer. Und an diesem Teil gefällt es mir besonders, dass es etwas anders ist als diese ganzen anderen Mario-Spiele. Die Welt ist irgendwie anders, ihr habt da sogar ein kleines Shoot'em-up-Level dazwischen und die ganze Gestaltung ist irgendwie anders. Dies liegt daran, dass es von der technischen Entwicklungsabteilung von Nintendo kam und eher so ein bisschen den Sinn hatte, so ein bisschen die Möglichkeiten des Gameboys zu präsentieren. Deswegen gibt es auch diese anderen Abschnitte da drin. Und dieses etwas andere, das gefällt mir an diesem Spiel sehr, sehr gut. Ansonsten sind natürlich die typischen Mario-Tugenden dort gut vertreten und dadurch ist es auch hier ein zeitloser Titel einfach. Auf Platz 9 ist Solar Striker. Ja, was Shoot'em-Ups angeht, bin ich nicht gut. Das ist einfach nicht mein Genre unbedingt. Ich versuche es zwar immer mal wieder, aber ich bin einfach nicht gut. Aber dieses Spiel, das hat sich wirklich bei mir in mein Herzen eingenistet. Auch das Spiel hatte ich damals als Kind und es ist sehr, sehr einfach gehalten. Und vielleicht gerade deswegen ist es so gut. Die Technik ist relativ einfach. Es gibt nicht sehr, sehr viele Power-Ups, was ihr einsammeln könnt und so weiter. Die Spielmechaniken sind alle relativ auf das Nötigste hineingeschrumpft, aber genau das macht das Spiel natürlich gut. Auch das ist natürlich relativ schwer, aber durchaus schaffbar selbst im Vergleich zu anderen Vertretern des Genres. Und daher alleine schon wegen dieser zeitlosen Musik, jedenfalls mal auch immer wieder eine Runde gut. Auf Platz 8 ist Mystic Quest. Das Spiel ist damals leider an mir komplett vorbeigegangen und ich hatte nur Zelda und ich dachte, es gibt eigentlich gar keine anderen Spiele dieser Art auf den Game Boy. Lange habe ich auch so ein bisschen den Bogen drum gemacht, weil ich immer dachte, dieses Mystic Quest wäre quasi die Portierung des Super Nintendo Mystic Quests irgendwie und das hatte ich ja schon auf Super Nintendo damals, deswegen dachte ich mir nicht, dass ich mir die Game Boy Version auch irgendwie ansehen muss, aber das Spiel hat so ein bisschen Schwächen in meinen Augen. Ich weiß, dass das Spiel hat viele Fans und viele finden es auch besser als Zelda, aber es gibt so ein paar kleine Designmacken, die mich immer wieder stören, wie zum Beispiel diese Spitzhacken, die irgendwie ständig verloren gehen und kaputt gehen. Und irgendwie habt ihr nie welche, wenn ihr sie wirklich braucht. Das finde ich so etwas nervig und deswegen hat natürlich Zelda bei mir den höheren Stellenwert. Aber es ist ein wunderbares Spiel, was so richtig viel aus dem Game Boy rausholt. Auch heute Platz 7, es ist Blades of Steel. Ja, ein Sportspiel unter den Top 10. Wer hätte das gedacht? Aber auch dieses Spiel habe ich als Kind geliebt, obwohl ich mit dem Eishockeysport an sich überhaupt nichts zu tun habe. Aber hier hat Konami mal wieder richtig was Gutes abgeliefert. Die Steuerung geht einfach super flott von der Hand, auch wenn ihr überhaupt keine Ahnung von dem Sport habt. Und es gibt sogar so kleinere Prügeleien hier und da, was es ja beim Eishockeysport ja durchaus mal hier und da gibt. Und da wechselt das Spiel in so einer Seitenansicht, wo ihr euch wirklich wie bei Street Fighter Lite quasi euch mit den Gegnern behaken könnt. Alles ist wirklich richtig, richtig gut und diese Musik, die leitet euch einfach wunderbar durch die Matches. Und deswegen auch hier mal wieder für eine kurze Runde zwischendurch wirklich sehr gut. Heute
Platz 6 ist es Turtles 2. Es gibt insgesamt 3 Turtles-Spiele auf dem Game Boy. Die ersten beiden Teile sind relativ ähnlich. Der dritte geht nochmal einen ganz anderen Weg, der so ein bisschen an Metroidvania erinnert. Ist natürlich auch sehr schwer, der dritte Teil, und daher Geschmackssache. Ich persönlich mag eher so die direkte Action. Und in diesem Beat'em'up im zweiten Teil spielt ihr natürlich die ganzen Turtles und bekämpft euch natürlich durch den Foot Clan. Im ersten Teil macht es zwar dasselbe und manche finden den ersten Teil besser, manche finden den zweiten Teil besser, aber ich persönlich finde den zweiten so ein bisschen besser. Ich kann es gar nicht so genau sagen, woran ich das festmachen kann, weil Technik und so weiter ist eigentlich relativ gleich geblieben, aber irgendwie fühlt sich dieser Titel irgendwie so ein bisschen runder an. Also, wenn ihr wirklich mal mit den Turtles euch mal bequem auf den Game Boy etwas durchkloppen wollt, könnt ihr hier mit dem ersten und zweiten Teil gar nichts falsch machen und mit dem dritten Teil, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen etwas Komplexeres haben wollt. Auf Platz 5 ist Diner Blaster. Dieses Spiel habe ich als Kind wirklich damals geliebt. Also es ist im Prinzip Bomberman, ne? Ihr habt ein Labyrinth mit verschiedenen Steinen, die ihr wegspringen könnt. Ihr sammelt dort natürlich Upgrades ein und so weiter. Alles das kennen wir alles und so weit so gut. Allerdings hat dieses Spiel auch eine wunderbare Singleplayer-Kampagne, wo ihr verschiedene Stationen erstmal erledigen müsst, um euch gewisse Power-Ups überhaupt kaufen zu können. Hier könnt ihr natürlich auch die Reihenfolge frei entscheiden und so weiter. Und dadurch ist das Spiel natürlich sehr, sehr komplex und ihr könnt hier sehr viel Zeit hinein versenken. Einfach ein wunderbares, rundes Spiel, was für Singleplayer sehr, sehr viel zu bieten hat. Daher eine klare Empfehlung. Platz 4 ist Fortress of 4. Die meisten treuen Zuschauer meines Kanals dürfte das jetzt hier nicht großartig überraschen. Vielleicht haben manche vermutet, dass das weiter oben ist. Aber das Spiel ist so ein bisschen ein Guilty Pleasure für mich. Neutral betrachtet ist es natürlich jetzt kein perfektes Spiel, denn das Sprungverhalten ist irgendwie sehr komisch. Die Gravitation scheint irgendwie wie auf dem Mond zu sein. Ihr springt sehr viel auch immer so ins Ungewisse, wo ihr gar nicht wisst, okay, wo kann ich überhaupt landen. Sehr, sehr viele unfaire Passagen und auch dadurch ist die Schwierigkeit sehr, sehr hoch. Aber irgendwie haben mich diese Musik und das ganze Ablauf schon damals als Kind sehr stark reingezogen und so ist das heute irgendwie immer noch so. Ich weiß, es ist, wie gesagt, neutral betrachtet kein gutes Spiel, aber es hat einen besonderen Platz in meinem Herzen und ich glaube, euch geht das vielen auch so. Platz 3. Es ist DuckTales. Ich habe die Serie damals wirklich geliebt. Also von diesen ganzen Disney-Serien war DuckTales auf jeden Fall eine meiner Liebsten. Und auch auf dem Game Boy gab es dieses Spiel und das war noch damals die Zeit, wo Capcom die guten Disney-Umsetzungen gemacht hat. Und das ist hier voll aufgelungen. Ihr spielt den Onkel Dagobert, habt eure Spezialwaffe, euren Gehstock dabei, den ihr wie so einen Pogo-Stick benutzen könnt, um oben über irgendwelche Hindernisse hinwegzuspringen. Und die ganzen Level sind auch liebevoll gestaltet. Ihr macht natürlich so eine kleine Weltrundreise. Habt da verschiedene Stationen, ihr habt da auch einen Leichtmodus oder einen schweren Modus, wo ihr das Ganze spielen könnt. Und es macht einfach Spaß. Es geht hier alles wirklich gut von der Hand, vor allem die Musik. Die Musik ist wirklich richtig, richtig klasse und vor allem natürlich auch das Mond-Level mit seinem Moon-Theme ist natürlich wirklich ein wahrer Klassiker von 8-Bit-Musikstücken. Von daher, hier alles zusammen, wunderbares Spiel einfach. Auf Platz 2 ist Super Mario Land 2. Ich weiß, ich wollte eigentlich nur einen Titel pro Franchise machen, aber die Super Mario Land-Teile sind irgendwie anders und dieser Teil, der liefert richtig, richtig ab. Auch hier ist die Welt so ein bisschen anders als klassische Super Mario-Spiele zu der Zeit und das finde ich auch sehr gut. Hier gibt es eine Mikro-Mario-Welt, hier gibt es eine Baumwelt und so weiter. Es ist wirklich sehr, sehr kreativ alles gestaltet und auch die Technik hat sich im Vergleich zum ersten Teil wirklich sehr stark verbessert und erinnert fast sogar an ein 16-Bit-Spiel. Hier wird wirklich alles geboten. Ihr habt sogar eine eigene Power-Up-Möglichkeit mit diesen Hasenohren, wo ihr kurze Zeit fliegen könnt. Richtig, richtig gutes Spiel, was wirklich in jeder Sammlung nicht fehlen darf. Auf Platz 1 dürfte es die meisten wirklich nicht wundern. Es ist Zelda Link's Awakening für den Game Boy. Ich kann es immer noch nicht glauben, was hier alles auf diesem Game Boy möglich gemacht wurde und damals konnte ich das als recht gar nicht glauben. Es ist wirklich ein vollwertiges Zelda-Spiel, was in einer sehr eigenwilligen Welt spielt und das alles auf diesem kleinen Game Boy und es ist versprüht so viel Charme einfach. Ihr könnt da so viele Stunden hinein versenken und auch die Story ist wirklich sehr, sehr interessant und ich möchte natürlich nicht spoilern, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt haben solltet und das ist einfach wirklich richtig, richtig klasse, dass hier auf dem Game Boy ein eigener Weg gegangen ist. Natürlich jetzt bietet das alles, was ein normales Zelda-Spiel bietet. Ne? Ihr habt verschiedene Dungeons, ihr habt verschiedene Gegenstände, die natürlich euch helfen, den Weg euch weiter beschreiten zu können und so weiter. Natürlich ein absoluter Must-Have-Titel für den Game Boy. Müsst ihr einfach gespielt haben und wenn nicht, einfach das Remake auf der Switch spielen.